Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV und ich habe für euch mal wieder ein paar News vom PBE, ganz frisch vom PBE. Und zwar das eine, es musste einfach hier rein, weil OMG, wie geil sieht diese Splash Art von Rannickton aus. Scorched Earth Rannickton kommt bald live, lange wird es nicht mehr dauern, aber diese Splash Art, oh mein Gott. Ich habe jetzt schon Angst vor diesem Champion, auch wenn Rannickton leicht genervt wird, aber Rannickton wird immer ein Tier 1 Toplaner bleiben und diese Splash Art, also dieser Skin lohnt sich definitiv allein für die Splash Art. Und jetzt zum wesentlichen Teil dieser News. Das Rengar Rework coming soon, oh yeah. Hier ist alles aufgelistet, QWER und interessant, das Bone Tooth Necklace, das Item, was ich nur Rengar holen kann, wird quasi in den Trinket Slot verschoben, oh yeah. Also, schaut es euch an, QWER, beim Q haben wir jetzt die Veränderung, dass Ferocity nicht mehr nur einmal aufgebaut wird, wenn Q, sondern Q now gives free Ferocity after it is used. Also 3 Ferocity und bei 5 haben wir ja schon die empowerten Fähigkeiten. Beim W sieht es dann so aus, dass Rengar irgendwie einmal brüllen sollen, aber nach 3 Sekunden nochmal brüllen sollen. Wenn beides Ferocity aufbaut, haben wir also nach Q und nach W schon 5 Ferocity und können dann sofort weiterschnetzeln mit unseren verstärkten Fähigkeiten. E wird ein Skillshot, finde ich persönlich nicht ganz so schön. Zwar dann mit mehr Range, zwar können wir dann besser Büsche spotten, aber generell fand ich es ganz gut, dass man in der Lane, wenn man Schwierigkeiten gehabt hat, einfach auch das E hochskillen konnte und dann den Gegner immer schön harassen. Und auch mit dem empowerten E konnten wir dann richtig schön den Gegner stunnen, danach nochmal einen Slow draufsetzen und so den Gegner auf Abstand halten. Jetzt halt als Skillshot, also man muss besser treffen, so wie es der Name sagt, man muss seine Skills besser einsetzen. Und die Ulti wird jetzt in 2 Teile gesplittet. Also einmal wird Rengar erstmal unsichtbar, für eine längere Zeit sogar, und dann im Anschluss wird er wieder sichtbar und wird erst dann schneller. Also so eine Doppel-Ulti, ein bisschen kombiniert. Generell denke ich, das wird so von den Grundmechanics ein bisschen der Rengar bleiben, den wir noch kennen. Aber man wird sich wieder neu auf ihn einstellen müssen. Schaut euch das Ganze in Ruhe an. Rengar Rework, frisch aus dem PBE. Die Infos und Scorched Earth Rannickton. Oh yeah, geiles Splashart. Ich bin euer Povrot, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Das waren die aktuellsten News. Yeah, buddy.